2023 in Paris. Freedom! Über manche Dinge denkt man kaum mehr nach, weil sie so selbstverständlich sind. Kaum vorstellbar, dass es mal Zeiten gab, in denen Frauen keine Universitäten besuchen, nicht wählen und kein eigenes Bankkonto eröffnen durften. Dass die simpelsten Dinge, wie eine Hose anziehen, einen Spaziergang machen, sich draußen ins Café setzen und eine Zigarette anzünden, für Frauen im 19. Jahrhundert undenkbar waren. Das Spazierengehen als Zeitvertreib, der Inbegriff von Freiheit, ist auch heute noch nicht selbstverständlich. Man muss nur einmal die Perspektive wechseln oder den Ort. Nach Afghanistan oder in andere Gegenden, wo Islamisten herrschen und wo Frauen nicht mehr ohne einen männlichen Begleiter das Haus verlassen dürfen und wo sie sich verschleiern müssen und somit aus dem Straßenbild verschwinden. In den letzten Monaten haben uns zahlreiche Bilder aus dem Iran erreicht. Bilder von Menschenmengen in den Straßen, Demonstrationen von Frauen, die erhobenen Hauptes und mit offenem Haar durch die Straßen laufen, die ihre Hände zum Victory-Zeichen in die Höhe recken, ihre Kopftücher verbrennen und sich ihre Haare abschneiden. In den letzten Wochen sind aber vermehrt auch solche Bilder dazu gekommen, die auf den ersten Blick kaum revolutionär anmuten. Es fehlen die brennenden Mülltonnen und es fehlen die brennenden Autoreifen. Sie zeigen Frauen, die spazieren gehen. Auf öffentlichen Plätzen, vorbei an grün gestrichenen Parkbänken und Cafés, durch die Straßen und frühlingshafte Parkanlagen. Das Revolutionäre daran ist, sie tun das, ohne das gesetzlich vorgeschriebene Kopftuch zu tragen. Sie zeigen ihr langes, kurzes, braunes, blondiertes oder auch graues Haar. Es ist hochgesteckt, zum Zopf gebunden oder offen. In einer Selbstverständlichkeit, die alles andere als selbstverständlich ist. Dennoch immer können sie dafür belangt, eingesperrt und im schlimmsten Fall sogar wie Gina Armini dafür getötet werden. Sieht man sich diese Bilder an, ohne zu wissen, wo sie aufgenommen wurden, sind sie belanglos. Weiß man, dass diese Bilder aus dem Iran stammen, sind sie revolutionär. Die Frauen nehmen sich den öffentlichen Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Eine iranische Aktivistin sagte, ich glaube an die Schönheit und die Wichtigkeit unserer Spaziergänge. Und so sind diese Spaziergänge vielleicht der Inbegriff des so oft ausgerufenen Frauen leben Freiheit, Jinjian Azadi. Dankeschön.